Erste Frage ist natürlich, steht es das Bütchen? Ich meine, der Film, das ist ja... Ja, das ist eigentlich schade, dass man nicht das Ergebnis sieht, aber ja. Wir haben eine Homepage, da kann man was sehen. Ja, es steht und die Leute sind total glücklich, dass da was ist. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich kennen sie das da gar nicht. Das ist so am Ende vom Grüngürtel und das ist eigentlich so ein Ort, den keiner kannte und wo keiner weiß so genau, wo das ist. Und es war so ein Geheimtipp, was es mittlerweile jetzt nicht mehr ist, weil... Durch euer Bütchen. So viel, ja genau, weil das so Mund-zu-Mund-Propaganda war. Das war so ein Hundebesitzer-Treff, mehr oder weniger. Und jetzt sind da viele Familien mit Kindern und da wurde ja auch erwähnt, der St. Martin. Wir hatten jetzt eine St. Martin-Zucht, da waren 130 Kinder. Und wir gehen dann da an diesem Weiher entlang und es ist alles erleuchtet mit Fackeln. Und die Kinder laufen mit ihren selbstgemachten Laternen, also das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und jetzt kommt Nikolaus mit einer Kutsche, also das, also richtig Leben. Und Und ihr habt gerade Crowdfunding gemacht, ne? Wir haben Crowdfunding gemacht. Ja, dieser Gastank, diese Gasgeschichte, wir hatten am Anfang einen Gasgenerator für 1000 Euro und dachten, oh, das ist aber schon unheimlich viel Geld, was wir da ausgegeben haben, was wir eigentlich gar nicht hatten. Und dann stellte sich raus, dass der überhaupt nicht für unsere Zwecke funktionierte, weil wir brauchen mindestens 4 Kühlschränke, die da laufen. Und der brach also ständig zusammen nach 2 Stunden und gerade in der größten Hitze, wenn die Leute alle kalte Getränke wollten, funktionierte das überhaupt nicht. Und dann mussten wir einen Generator für über 8000 Euro anschaffen und da haben wir von einer Kölner Bank gab es ein Crowdfunding-Projekt und da haben wir dann über 5000 Euro zusammengekriegt. Das war wirklich toll. Also das ganze Bütchen hat am Anfang, haben wir kalkuliert, 25.000. Wir sind jetzt mit dem Generator und mit allem drum und dran sind das so 60.000, 70.000 letztlich geworden. Ja, das passt ja ganz gut zu Köln. Hat ehrenamtlich. Ja, also wir sprechen hier nicht von Löhnen, die wir gezahlt haben. Wir hatten eine Zimmerei. Ja. Wo wir fertig quasi die Außenwände des Bütchens fertig machen konnten. Da haben wir haben quasi nur das Material bezahlt. Und wir haben eigentlich fast überall nur das Material bezahlt. Und wir hatten also Installateure, Elektriker, der Günther Marquardt, der das entworfen hat, die ganze Bauleitung gemacht hat. Der hat da, weiß ich nicht, 8 oder 10 Wochen übernachtet und auf das Material aufgepasst, weil da nachts keiner ist. Also das war schon alles sehr abenteuerlich und wir sind jetzt 5 Jahre, haben wir den Pachtvertrag, der wird verlängert. Mhm, die Stadt ist äußerst zufrieden mit uns und es ist wirklich ein wunderschöner Ort, wo man wirklich die Seele baumeln lassen kann. Also was ich auch toll finde an eurem Projekt ist, dass ihr, es gab mal die Möglichkeit, da stand ja vorher mal ein Bütchen, oder? Ja. Und ihr das wahrscheinlich auch genutzt habt und diese Erholungsmöglichkeit da vor Ort und habt nicht kleinkriegen lassen und mit Einsatz da dieses Projekt dann umgesetzt habt und mit diesen Tausenden von Schwierigkeiten ja zu kämpfen hattet. Mhm. Ja, wir sind da reingeschlittert und dann ging es einfach immer weiter. Ne? Erstmal war die Wut, dass einfach die Stadt so ein Ding platt macht, ja, was die Leute total gern genutzt haben und was einfach so einen ganz tollen Naherholungswert hatte und eben auch nicht so kommerziell war. Das war es eben. Man konnte da seine Flasche Bier, macht man jetzt immer noch, kann man sich da abholen und setzt sich da hin und man kann sich auch da hinsetzen, ohne was zu konsumieren. Es war einfach so ein Ort, wo man sich wohlfühlen konnte, ohne Schickimicki, ohne sonst irgendwas. Und es war einfach, die Leute in Zollstock waren also richtig sauer. Mhm. Und wir hatten eine Bürgerversammlung in Zollstock von 200 Leuten. Das ist also schon enorm. Und dann kam die Stadt irgendwo nicht mehr an uns vorbei. Und dann hat ihnen aber auch der Entwurf gefallen. Also die sind jetzt eigentlich ganz dankbar, dass wir das alles machen. Und man muss also sagen, diese ganzen Dienste, das ist alles ehrenamtlich. Da bekommt keiner Geld für. Also auch die Rosalie, ja, die ist jeden Tag für das Bütchen unterwegs. Die kriegt nichts dafür.
ne? Also außer ihr Benzin erstattet. Ne? Und das geht eben nur mit so Preisen. Dann steht dann so eine Familie mit 4 Kindern da und holt Cola und Kuchen und weiß der Henkel Kaffee und so weiter. Und dann sagen wir hinterher, ja, es kostet jetzt 12 Euro. Dann sagen die, haben sie sich nicht verrechnet, ne? weil das also Preise sind, die gibt es sonst nirgendwo. Die sind nur haltbar mit eben dem ehrenamtlichen Engagement und eben die vielen Stunden, die wir aufmachen. Wir haben auch auf, wenn mal schlechteres Wetter ist. Also nicht wie Volksgarten, die machen nur auf, wenn die Sonne scheint. Aber wir haben auch für die Leute, die da spazieren gehen, wenn nur 10 Leute kommen, dann haben wir auch auf. Also weil das so ein bisschen so eine einsame Geschichte ist, aber es soll so ein Anlaufpunkt sein, wo man hin kann. Und das hat eben, glaube ich, so eine besondere Qualität. Ja, auch wichtig, dass solche Sachen, die eben nicht nur rein betriebswirtschaftlich denken, von solchen Vereinen dann eben unterstützt werden. Ja. Jetzt muss ich aber nochmal die Wilder fragen, wie seid ihr denn zusammengekommen? Wie hast du denn von diesem Projekt erfahren und warum hast du denn deinen Film darüber gemacht? Also Ralf, komm mal her. Zack, zack. Ralf hatte sein zweites Kiosk-Projekt mit dem Kölner Filmhaus gemacht. Und im Zuge dessen gab es Kioske zu verteilen. Da unter anderem so ein Kulturkiosk, sage ich jetzt mal, in Ehrenfeld. Irgend so eine internationale Geschichte, so in Kommunikation mit, ich glaube, China oder was, das weiß er aber besser. Aber da habe ich dann gerade gehört, dass der Kaltschauer Weiher, der Kiosk am Kaltschauer Weiher platt gemacht werden sollte oder wurde. Und ich war da ziemlich sauer drüber, weil ich wollte da immer hin, das ist nur für mich auch ein bisschen weit weg. Ja, dann bin ich dahin, weil da, wo Widerstand geleistet werden, dann noch Erfolg hat, da bin ich natürlich. Da dachte ich, das muss man unbedingt was drüber machen. Dann habe ich eben an 2 Tagen gedreht. Das eine war der 11.11.11. Dadurch bin ich dann in One Day on Earth mit reingeraten, so ein internationales Projekt. Die waren natürlich über dieses Projekt total begeistert, wenn da Leute so viel machen. Und einen Tag später war St. Martin. Und da habe ich auch noch Filmaufnahmen von. Am 11.11. hatte ich dann Svetlana dabei. Am Tag danach hat Theresa mit mir gedreht, da können die auch locker noch mal eine Doku drüber machen. Aber und ich habe auch tolle Sachen hier nicht drin. Weil in der 6-Minuten-Fassung, die es ursprünglich gab für das Kiosk-Projekt, da waren noch Fotos von dem alten Kiosk drin. Und in dem und ich habe noch schöne Aufnahmen, also wo es drum geht, um den Kuchen, den Rosalie gebacken hat und andere und so. Aber ich musste ja eine Auswahl treffen, weil mehr als 15 Minuten wollte ich niemandem zumuten. Ne? Und die funktionieren ja anscheinend auch ganz gut. Okay. Okay, möchtest du noch was sagen zum Film? Nein? Okay. Ich kann hier. Also ich habe zwei Kiosk-Omnibus-Projekte gemacht, einmal 2001. Das waren dann 8 Kiosk-Dokumentationen, a 10 Minuten, und 2011 habe ich es wiederholt. Es wurden dann 6 Dokumentationen über Kioske und einer davon war Wilders Kiosk. Da, genau, damals 6, und sie hat dann ihren Master oder Director's Cut jetzt hier gemacht, sozusagen, fürs Ehrenamt, Ehrensache. Ja. Die Ehrensache, ja. Okay, dann vielen Dank an alle Beteiligten. Toller Film, schönes Projekt.